Dieses kleine Mädchen klang so fremdartig. Ich konnte sie kaum verstehen. Sie klang echt so, als sei sie nicht aus der Gegend. Klang eher so, als käme sie nicht aus der Fremde, sondern aus einer anderen Zeit. Du hast recht. Genau so ist es. Sie hat recht. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Little Hope. Da sind wir wieder und es geht weiter. Die Herztabletten liegen schon bereit. Ich habe richtig Bock. Bis jetzt ist das Spiel wirklich ganz, ganz famos. Richtig schönes Gruselfeeling, obwohl bis jetzt wenig zu entscheiden war und auch wenige Quicktime-Events, worüber ich ganz froh bin. An der Stelle auf jeden Fall herzlichen Dank an alle, die sich das hier bei mir angucken, die das Ganze mit Kommentaren und Daumen versehen. Das freut mich wirklich sehr. Ihr wisst, das hilft der Serie, mehr gesehen zu werden. Und ich freue mich halt immer, wenn solche kleinen Projekte hier gut ankommen. Und da es immer noch ein paar Leute gibt, die mich ganz gerne beim Gruseln sehen, habe ich mir auch gedacht, dass es vielleicht bald noch ein Gruselprojekt geben wird. Wer errät, was es für ein Spiel wird, der kriegt einen Kuss von mir. So, Kamera mal eben nachjustiert. Und jetzt wollen wir aber erstmal hier in Little Hope weitermachen. Wir sind jetzt, wie heißt du noch? Angela, ne? Genau. Die Angela sind wir jetzt. Und gucken mal, wie es weitergeht. Damit haben wir jetzt auch fast jeden schon einmal kurz gespielt. Ich justiere nochmal eben das Mikrofon ein bisschen. So. Wir haben jeden kurz gespielt, außer Papa Saufnase und den Rebellen. Sag mal, das Haus, das steht hier doch nicht grundlos. Da liegt auch irgendwas rum. Das untersuchen wir mal. Von dir entdeckte Bilder kannst du im Bereich Sammlungen und Charaktere erneut ansehen. Menschenopfer hieß das Ganze. Hier haben wir es gefunden in Konfrontation. Meistens zeigen uns diese Bilder ja immer irgendwas, was in der Zukunft noch passiert. Also irgendjemandem wird noch eine Knarre an den Kopf gehalten. Das war aber, glaube ich, keiner aus unserer Kohorte hier. Ich bin mir aber... Nee, eigentlich nicht. Also wenn, dann kannst... Hörst du das? Was war das? Ist sicher nur ein nachtaktives Tierchen. Kein Grund zur Sorge. Alter, das hört sich aber... Ich hoffe, du hast recht. Das hört sich nicht so gut an. Also nach einem Tierchen hört es sich nicht an. Oh! Siehst du das? Alter. Ein großes Tier. Hoffentlich, weil sonst gute Nacht. Ja, wundervoll. Vielleicht sieht man von da oben mehr. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wo ist er denn jetzt hin? Da. Mir ist auch aufgefallen, irgendwie, ich werde im Alter immer schreckhafter. Bei welchen Szenen ich mich hier schon erschreckt habe. Mein Gott, ey. Junge, Junge, da liegt auch wieder was rum. Das gucken wir uns direkt mal an. Da hinten ist Licht. Was haben wir da? Ghost Towns of the Northeast. Geisterstädte im Nordosten. Little Hope. Zurückerobert von der Natur. Wenn man sich eine Geisterstadt vorstellt, denkt man sofort an eine leere Straße. Eine Hütte in der brütenden Hitze und überall Steppenläufer. Jedoch gibt es auch im grünen Nordosten der Vereinigten Staaten Geisterstädte tief in den Wäldern. Vergessen und der Natur überlassen. Das Aussterben einer Stadt kann vielerlei Ursachen haben, aber man wird zwangsläufig auf wirtschaftliche Gründe stößen. Die Stadt florierte vielleicht einst ob der Holz- oder Bergbauindustrie. Dann verschwinden die Arbeitsplätze und die Menschen mit ihnen. Bei der Stadt Little Hope ist der Name Programm. Sie gehört zu diesen Städten, eine Gemeinschaft, die sich um eine Textilfabrik scharte, welche aufgrund der Übersättigung des Marktes von Billigimporten schließen musste. Nach vielen Versuchen, die Mühle zu retten, wurde sie geschlossen und die Bewohner verließen die Stadt in Scharen. Bald darauf folgten die Schließungen der Schule und sogar der Kirche. Zurück blieben nur noch verfallene Ruinen. Verborgene Tiefen. Little Hope ist eine Geisterstadt, doch die Wälder in der Umgebung sind nach wie vor ein Anziehungspunkt für Fans des Extremsports. Die Höhlen von Hope's Deep sind bei Eiskletterern sehr beliebt, doch die gefrorenen Wasserfälle gelten als gefährlich. Filmempfehlung. Architekten des 22.30 Uhr, 22.30 Uhr, 22.30 Uhr.
21:30 Central. In dieser Folge demaskiert Kate Wilder den Zodiac-Killer. Doch können ihre schonungslosen Ermittlungen neue Fakten über den berüchtigten Mörder zutage fördern? Sehenswert für die beeindruckenden von der Golden Gate Bridge gefilmten Aufnahmen von San Francisco. So sieht's aus. Heute übrigens meine Wenigkeit mal aus der unteren rechten Ecke. Ich fand beim letzten Mal, ich war immer irgendwie zu mittig im Bild. Ich glaube, so geht das ein bisschen besser. So, junger Mann. Wie geht's dir? Wie geht's dir denn so? Weiß ich nicht. Verstehst du, was uns vorhin passiert ist? Ich kann es mir beim besten Willen nicht erklären. Nichts davon ergibt Sinn. Was lauert dort? Wir finden schon einen Weg hier raus. Müssen wir ja. Hoffe, du hast recht. Danke für dein Interesse. Okay. Die Charaktereigenschaft unsicher ist gestiegen, aber auch unsere Beziehung... Okay. Also haben wir alles hier. Wir haben bis jetzt Geistermädchen gesehen. Ups, falscher Knopf. Eine Dämonenhand haben wir auch schon gesehen oder irgend sowas in der Art. Jetzt noch Schlammzombies. Warum nicht? So. Auch immer schön ein bisschen abseits des Weges gucken. Da haben wir ja auch schon ein paar Sachen gefunden. Kann man hier... Ne, da kann man nicht wirklich rein. Das sah eben so aus, als ob da was liegt. Aber nein. Aber nein. Da haben wir noch eine Hütte. Sieht alles sehr verlassen aus. Ich bin immer noch total gespannt. Also jetzt schon total gespannt, was die Auflösung des Ganzen ist. Warum... Warum das hier die Familie vom Anfang ist und... Also ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze hier irgendwie so der metaphorische Übergang in den Tod ist. Man weiß es nicht. Da ist der Zaun offen, oder? Nee. Wir gehen trotzdem mal ran und gucken. Nichts zu sehen. Aber wir können da hoch. Da vorne ist irgendwas. Little Hope. Oh, war das gerade die Middle School? Habe ich das richtig gelesen? Wo lang? Beeilen wir uns. Wie recht du hast. Schaut mal! Das Mädchen. Hey! Halt! Stopp! Wisst ihr was? Das erinnert mich an alle Horrorfilme, die ich kenne. Oh, alter Creepy. Was machen wir jetzt? Ich regle das. Ich muss noch mal kurz aufs Gamepad gucken. Also wie gesagt, ich spiele ja sonst eigentlich nur PlayStation und habe jetzt hier so einen Xbox-Controller in der Hand. Und für die Quicktimes muss ich mir noch mal eben schnell die Tasten ein... Ihr bleibt hier. Einmerken, wollte ich gerade sagen. Was ein Quatsch, Alter. Bin aber auch schon wieder dezent angespannt. Ich bin fix und fertig. Ich bin besorgt. Ich bin sehr besorgt. Sei bitte vorsichtig. Hey, Professor! Verdammt! Genau das haben wir auch erlebt. Was, wenn dem Prof was zustößt? Oh, ich weiß auch nicht.
Endlich unternimmt er was. Er hat die Leitung. Endlich tut er mal das Richtige. Es hilft ihm bestimmt, dass du dir Sorgen machst. Was ist das? Es war ein Fehler, John gehen zu lassen. Er hätte nicht allein gehen sollen. Na, jetzt haben wir uns aber gerade ein bisschen uns selbst widersprochen. Meinst du, ihm geht's gut? Weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich in Gefahr waren. Hoffe, ihm geht's gut. Ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Ich auch. Oh, da ist er wieder. Ist er das auch wirklich? Alles gut? Hab mich verirrt. Du warst gerade wie vom Nebel verschluckt. Hast du das Mädchen gesehen? Ich konnte dich sehen. Vorhin. Schon merkwürdig. Ich konnte dich nämlich nicht sehen. Deine Kleidung und Aussprache waren anders. Du sahst aus wie eine Schauspielerin in einem historischen Theaterstück. Das war bestimmt jemand anderes. Ich bin dein Lehrer. Ich kenne dich. Ich habe dein Gesicht erkannt. Wen immer du gesehen hast, ich war es nicht. Und jetzt Schluss. Du machst mir Angst. Das war's dann für mich. Scheint so, als ließe uns der Nebel nirgendwo hin. Außer mitten ins Stadtzentrum. Der Nebel entscheidet, wohin wir gehen dürfen? Scheiß drauf. Ich gehe woanders lang. So. Schaut ihr denn keine Horrorfilme? Nie trennen. Horrorfilme sind dumm. Ich gehe hier lang, ohne euch. Vielleicht ist das keine gute Idee, Taylor. Ich gehe da auf keinen Fall hin. Ich gehe mit John. Andrew hat recht. Die Stadt ist nicht so weit weg. Wir gehen gemeinsam. Niemand hat dich gefragt, Omi. Okay, Ruhe jetzt. Alle mal durchatmen. Was wäre jetzt am schlausten? Wir erreichen mehr, wenn wir uns trennen. Ich gehe mit Taylor. Okay. Es ist nicht sicher, wenn du hier alleine bleibst. Ich habe das Gefühl, zwei Teams finden leichter einen Ausweg. Das und hier, das wollen wir doch alle, oder? Du hast wohl recht. Wenn es der Nebel Moment. Zulässt und ihr Hilfe findet, schickt sie in die Stadt. Zu uns. Machen wir. Also ich habe das Gefühl, dass hier wesentlich mehr mit den Eigenschaften und den Beziehungen untereinander ich passiert. Ich glaube, wir finden schneller Hilfe als die anderen. Als noch in Man Hauptsache of Medan. Hauptsache, irgendwer findet noch Hilfe. Okay, weiter geht's. Weil irgendwie ständig ploppt hier oben irgendeine, also keine Kursrichtung, aber eine Änderung bei den Eigenschaften und bei den Beziehungen untereinander auf. Das war, glaube ich, nicht so massiv in Man of Medan. Okay, wir gehen hier lang, die anderen beiden sind ja in die andere Richtung gegangen. Ein Frosch im Hals, ey, schon seit Moment. Drei Folgen. Das Geräusch. Danke. Das ist der Typ aus der Kneipe. Und auf jeden Fall, ist alles okay? Warte mal, ich mach mal eben ganz kurz Pause. Auf jeden Fall, wenn das jetzt immer so ist, sind die Quicktime-Events hier wesentlich besser angezeigt als noch in Man of Medan. In Man of Medan kam ja immer sofort die Taste, die ihr drücken müsst. Und hier hat man ja jetzt gerade gesehen, erst die Aktion, die ausgeführt werden soll. Also was weiß ich, nach der Stange greifen oder rennen und so. Und dann die Taste. Dann ist man auf jeden Fall besser darauf vorbereitet. Vielleicht fehlt das in einem höheren Schwierigkeitsgrad. Aber so gefiel alles mir das gut. Jetzt doch ganz gut. Das war nur der Alte gut. Aus der Bar mit seinem Rad. Dummer alter Säufer. Irgendwo hier ist sicher ein leichterer Weg, der zurück zur Straße führt. Gehen wir. Alrighty. Hast du dafür eine Erklärung? Nein, nicht wirklich. Ich weiß, dass es in Little Hope fast zur selben Zeit wie in Salem Hexenprozesse gab.
Ja, das ist ja beruhigend. Das kannst du selbst herausfinden. Was guckt sie hier denn schon wieder? Was ist? Was hast du? Alles gut? Ja, danke. Es geht schon, aber irgendwas hier ist... Was wir heute erlebt haben, ist nicht leicht zu verdauen. Das stimmt. Wir gehen alle anders damit um. John hier will unbedingt anführen, das Alpha-Tier spielen. Während Daniel und Taylor anderen, etwas tierischeren Trieben nachgehen. Meinst du, dass sie, Werd erwachsen, Andrew. Wärst du mit Taylor unterwegs, würde es dir gleich ergehen. Na, das passt. Ich glaub nicht, dass Taylor oder sonst wer sich für mich interessiert. Das stimmt einfach nicht. Du hast doch viel zu bieten. Wenn wir das hier überleben. Wir sollten zu John gehen. Oh, ich dachte, sie macht uns jetzt noch ein unmoralisches Angebot, aber okay. Alles gut gegangen. Puh. Hey, John. Alles okay? Es fühlt sich an, als könnte ich es Angela einfach nicht recht machen. Ich habe das Gefühl, für alle hier verantwortlich zu sein. Ich bin für euch alle da. Was würdest du an meiner Stelle denn machen? Oh, ich weiß es nicht. Es geht hier nicht nur um dich. Wir alle sind deine Verantwortung. Himmel, ich kümmere mich doch um euch alle. Und das ist der Dank? Genau wie die anderen. Du verurteilst mich. Würde ich nie machen. Tut mir leid, John. Ich weiß, es ist nicht leicht für dich. Schon gut. Danke. Okay. Also wie gesagt, ihn hier würde ich gerne weiterhin so als... Kein Grund zur Sorge. ...heldische Weichhupe spielen. Das klingt nur nach Katze. Alter, John ist aber auch ein Lappen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich hasse das. Die Sache mit der Y-Taste, die kriege ich halt nie hin. Okay. Jetzt habe ich's kapiert. Jetzt habe ich es geschnallt. Ich habe beim ersten Mal gedacht, man müsste die Y-Taste dann gedrückt halten. Da hat sich etwas bewegt. Aber einfach auch weiter im Takt. Was zum Teufel machst du da? Katzen suchen. Mich nur ein wenig um. Bist du jetzt ein Einbrecher? Erzähl es einfach keinem. Naja. Ist eh niemand da. Ach, wer weiß. Guck mal, da liegt ein Buch. Modern, okay, wir gucken mal auf Deutsch drauf. Moderne Magie und Rituale. Ronald Nielsen, TC. Moderne Magie und Rituale ist die umfassendste Anleitung zur Magie der Gegenwart. Im Gegensatz zu Zaubertricks für Bühnenzauberer. Dieses Buch wurde für Praktizierende geschrieben, damit diese ihr Wissen und ihre Kunst vertiefen können. Es beschäftigt sich genauestens mit allen Aspekten moderner Magie und bietet den Lesern eine umfassende Auswahl an Ritualen zum Üben. Schön. Oh. New Age-Flüche. Ungeachtet dessen, ob sie persönlich an Karma glauben, gibt es ethische Erwägungen zur Fluch- und Bannmagie. Diese hat eindeutig größere Auswirkungen als andere ethische Geheimnisse wie das Belegen einer anderen Person mit einem Liebeszauber. Manche Wege verbieten sie gänzlich, während andere sie nur zur Selbstverteidigung zulassen. Es gibt jedoch eine Reihe von Fragen, die sich Praktizierende vor dem Wirken eines schädlichen Zaubers stellen sollten.
Kleben sie zu sehr am gewünschten Ergebnis? Möglicherweise sind sie enttäuscht oder niedergeschlagen, wenn das Resultat nicht ihren Erwartungen entspricht. Möchten sie mit diesem Zauber einen persönlichen Vorteil erringen? Emotionen wie Gier und Neid können die Magie stören. Es heißt, dass man sich selbst in die Luft sprengt, wenn man eine Granate nicht loslässt. Dasselbe gilt für schädliche Magie. Selbst wenn Sie nicht an die Dreierregel glauben, halten Sie sich am besten an Rudolf Steiners goldene Regel. Wenn du einen Schritt vorwärts zu machen versuchst, in der Erkenntnis geheimer Wahrheiten, so mache zugleich drei vorwärts in der Vervollkommnung deines Charakters zum Guten. Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? 1904. Illustration. Haarsträhne. Das Haar einer lebenden Person kann für viele Formen der Magie, von Diebeszaubern bis hin zu Flüchen, verwendet werden. Fügt man etwas Schwefel hinzu und vergräbt man sie, kann sie dem Ziel Leid zufügen. Schön. Nette Leute wohnen hier. So, schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Da. Na, kommt da lang. Okay. Oh, warte mal. Wir haben doch vorhin in irgendeiner Szene gesehen, wie jemand einen Revolver an den Kopf gehalten wurde. 4 Schuss. Na, das kann ja was werden. Da hat sich der Kurs aktualisiert. Ich hab das hier entdeckt. Was zur Hölle machst du mit einer Waffe? War unterm Boden versteckt. Und da lag sie auch gut. Waffen sind gefährlich. Und wir haben schon genug Ärger. Ich behalte sie. Bei dem, was gerade abgeht, könnten wir sie vielleicht noch brauchen. Aber einen Toten brauchen wir sicherlich nicht. Ich pass auf. Versprochen. Oh. Das kann Männer und Waffen. Gut sein, aber auch schlecht. Ja, in der Hose. Ich will es nicht mehr sehen. Kann helfen, aber vielleicht ist es auch der Grund eines Todes eines unserer Teammitglieder. Was haben wir da? Okay, wieder dieses Figürchen. Was für ein Ort ist das? Okay. Wo ist John eigentlich in die Flachpfeife? John! Professor? Na, Wahnsinn. Andrew hier hat eine Waffe. Was? Eine Waffe? Bist du verrückt? Wir wissen nicht, was im Nebel ist. Lieber habe ich eine Waffe und brauche sie nicht, als im Notfall nichts zu haben. Die Wahrscheinlichkeit, erschossen zu werden, erhöht sich dramatisch, wenn man eine Waffe trägt. Was soll's? Wenn du dich damit sicherer fühlst, dann behalte sie doch. Mir ist eh schon alles egal. Na gut. Little Hope, Police Department. Sieht gut belebt aus. Hier finden wir sicher was. Ein Funkgerät, ein brauchbares Telefon. Vielleicht sogar den Busfahrer. Schau, ob du etwas zum Zerschlagen der Scheibe findest. Wie wär's mit dem Revolver? Bleibt nah beieinander, findet Hilfe in der Stadt. Warte mal, da liegt was. Das sieht doch gut aus. Gib her. Ich schlag das Fenster ein. Kein Problem. Ich mach das. Okay. Wenn du meinst. Das kann doch jeder. Nicht jeder. Ein Stein 5 Meter durch ein Fenster werfen? Das kann doch wirklich jeder. Lass wen anderen ran, wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst. Ich bin ganz entspannt. Ich sag ja nur. Bist du mal ruhig? Mach dir dann mal endlich. Der Rahmen wird noch morsch und das Glas von selbst herausfallen, bevor ihr zwei fertig seid. Treffer!
Du hast wohl doch das Zeug zum Baseballer. Glaubst du, ein Anfänger könnte so werfen? Scheint sicher zu sein. Ich weiß ja nicht, da oben sind noch Scherben. Ich trau der Nummer nicht. War ganz einfach. Du bist dran. Okay. Wahrscheinlich, wenn man den Stein, wenn man irgendwie verfehlt hätte, hätte das wahrscheinlich zur Todesfalle werden können. Ach, wie schön, zur Middle School. Weil Middle Schools in alten verlassenen Dörfern ja auch immer so ungruselig sind. Glaubst du diesen Doppelgänger-Kram? Ich weiß nicht, was John gesehen hat, und ich habe auch nicht vor, es herauszufinden. So. Da ist die Middle School und sie sieht genauso einladend aus, wie ich es mir gedacht habe. Alter Schulbus, warte mal. Was war das? War bestimmt gar nichts. Das Mädchen ist da lang geflitzt, aber... Warum die Schule wohl geschlossen ist? Oh nein, Zacken da oben. Vergiss das mal. Selbst wenn du es schaffst, ich werde dir nicht folgen. Nicht drüber klettern, bitte nicht. Verschwinden wir. Oh, da geht's offenbar nicht durch. Hab mich wohl falsch entschieden. Kein Stress. Keiner hat uns hierher gescheucht. Wir finden einen Weg. Er will ja noch zum Zug kommen, deshalb müssen wir schön nett bleiben zu Taylor. Ja, hier gibt's ein paar Leuchte. Ich sehe es schon. Ich will's aber gar nicht sehen. Folge dem kleinen Mädchen, okay. Little Hope. Little Hope Bridge. Jetzt habe ich nicht gesehen, wo das kleine Mädchen hinflitzt, aber okay. Little Hope Bitch. Little Hope Bitch. Kann sich jeder selber übersetzen. Warte mal eben ganz kurz. Ich will noch einmal hier drauf gucken. Also, das ist die Little Hope Bridge. Aber irgendwie... Ja, keine Ahnung. Das sagt mir jetzt nichts. Das hilft auf jeden Fall nicht weiter. Frage ist, wo ist das Mädel jetzt hin? Aber da Taylor eh hier rein dackelt... auf den sehr einladenden Spielplatz. Gehen wir mal hinterher. Da liegt was. Was will uns das sagen? Mann und eine Frau am Beten? Ach, das ist schon wieder alles sehr beunruhigend. Oh mein Gott. Da drüben! Hey, geht's dir gut? Wer bist du? Was machst du hier? Irgendwas ist an dieser Sache echt faul. Ist das das Kind, das Angela und Andrew gesehen haben? Ich weiß es nicht. Wow, mach das lieber nicht! Nee, mach das lieber nicht. Mach das doch einfach bitte nicht. Oh, ich hab's gewusst. Das ist gerade nicht passiert. Wovon redest du? Geht weg, sonst findet er mich. Komm heraus, Mary. Ich weiß doch, dass du dort bist. Bitte, nein, lass mich los. Ich lasse dich los, wenn du versprichst, unser Geheimnis zu bewahren. Deine kindischen Spiele sind lästig.
Du wirst mich respektieren und du sagst nichts. Nein! Loslassen, sofort! Welcher Zauber ist es? Ich bin bis ins Mark erfroren. Ich habe nichts getan. Amy ist die Zauberin. Sie ist im Bunde mit dem Teufel. Ich sah sie im Wald mit ihren Teufelsdienern. Ich bin unschuldig. Ich erfahre die Wahrheit so oder so. Du kommst mit mir, Kind. Danke euch vielmals. Sei still, Kind. Weiß jemand, was gerade passiert ist? Es muss eine Verbindung zwischen den Kindern geben. Es gibt aber irgendwie verschiedene Zeitebenen, oder? Also es gibt ja einmal hier die Gegenwart mit uns. Dann gibt es diese, die Zeit, in der wir da eben waren. Und dann muss es ja aber noch eine Zeit dazwischen geben, weil als das Haus abgebrannt ist, das war ja nicht die Gegenwart, aber das war ja auch nicht da im halben Mittelalter. Kann kein Zufall sein. Das kann kein Zufall sein. Ich versteh's nicht. Wir sollten hier schnell weg. Gehen wir. Finde ich auch. Finde einen anderen Weg aus Little Hope heraus. Bleibt zusammen. Hier wollten wir lang, ne? Okay. Die Middle School scheint uns erspart zu bleiben. Haben wir da? Okay. Also scheint Angela irgendwo abstürzen zu können. Schön, dass du da bist. Wir kommen beide hier raus. Wirst sehen. Ja, da geht's nicht lang. Es scheint aber bis jetzt wirklich immer nur einen linearen Weg zu geben. Keine Kreuzungen oder sowas. Ich hoffe, das ist einfach eine Treppe. Oh. Vielleicht ist da jemand. Vielleicht gibt's Hilfe. Gehen wir hin. Ich helfe dir. Oh nein. Das sah fast schon so ein bisschen... Aber obwohl, hier ist ja niemand, der diese Schlinge um das Bein schießen kann. Ich glaube nicht, dass wir so aus der Stadt rauskommen. Da ist kein Weg. Muss irgendwo hinführen. Irgendwohin muss das Ganze führen. Nicht mal ein echter Weg. Da ist was. Das hier war wohl mal ein Laden oder so. Stoppt die ravende, was? Die ravenden Fabrikschließung. Ach, die ravenden, die. Ja, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall hat das irgendwas gerade wieder enthüllt. Da ist was, da ist was. Die Tür wird wahrscheinlich zu sein. Da, Alter, hier ist überall was. Was haben wir da? Hier drüben, schau mal. Hoffnung für Little Hope. Die Carvers wollen die Fabrik schließen und das Grundstück würde zur Folge haben, das und die Gemeinschaft zugrunde richten. Die Gewerkschaft hat ein Angebot gemacht, um die Fabrik und unsere Stadt zu retten. Bitte unterzeichnen Sie unsere Petition, um die Familie Carver zu überzeugen, das Angebot der Gewerkschaft anzunehmen und ihre Entscheidungen zu überdenken. Weitere Einzelheiten erfahren Sie bei den Mitarbeitern des Postamts oder im Rathaus. Einwohner für Little Hope und... Genau. Ganz genau so sieht's aus. So. Was machst du da? In Müll gucken. Hilf mir mal schieben. Ernsthaft? Es geht nicht anders. Oh, oh nein. Wenn's denn sein muss. Oh, Baby! Ah. Okay, so können wir über das Fenster rein.
Aber das machen wir nicht mehr in dieser Ausgabe. Dieses Mal gibt es eine Moderation von mir und nicht vom Kurator. Der fällt uns dann vielleicht mitten in der nächsten Ausgabe ins Wort. Das sehen wir dann. An der Stelle nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für die Likes und die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Little Hope. Bis dahin, reingehauen.